Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Eus Smart Repair. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr das iPhone 7 und iPhone 8 Homebutton Problem lösen könnt. Und zwar ist das Problem beim iPhone 7 und iPhone 8, wenn der Homebutton kaputt geht, dass man diesen nicht wirklich ersetzen kann. Dafür gab es lange Zeit nicht wirklich eine Lösung. Dann kam eine Firma, die immer wieder mal neue Homebuttons rausgebracht hat, die aber auch nicht wirklich gut waren. Zum Beispiel hier von JC. Da ist jetzt mittlerweile die fünfte Generation rausgekommen und die möchte ich euch präsentieren. In den ersten Generationen musste was am Mainboard angelötet werden, damit der Homebutton wieder funktioniert. In der vorletzten Generation, habe ich hier auch liegen, wurde die Möglichkeit geboten, den Homebutton einzubauen und damit Bluetooth zu verbinden, ist aber nicht so wirklich funktionsfähig, finde ich, weil wenn man Bluetooth ausmacht oder in Flugmodus geht, dann funktioniert der Homebutton natürlich nicht. Jetzt haben sie eine fünfte Generation, wie gesagt, rausgebracht. Hier den JC5, hier ist auch einer drin gewesen, den habe ich jetzt schon in dem Display eingebaut. Das war das alte Display. Hier seht ihr, wie der Homebutton vorher ausgesehen hat, komplett zerschmettert. Das Gerät konnte nicht mal mehr starten. Und hier seht ihr den neuen Homebutton eingebaut. Und wie ihr hören könnt, haben wir jetzt hier ebenfalls wie beim iPhone 6 und 6S richtig ein Feedback vom Homebutton. Also es ist nicht mehr ein virtueller Button, wie es davor war, sondern ein richtiger Klickbutton. Was ganz cool ist, trotz alledem vibriert jedes Mal der Motor mit, wenn man das einstellt. Und finde ich persönlich ganz cool. Man braucht ihn nicht mehr mit Bluetooth verbinden, man braucht nichts löten. Man schließt ihn einfach ans Display an und die Druckfunktion des Homebuttons geht wieder. Was natürlich nicht funktioniert, ist der Fingerprint-Sensor, aber das ist nun mal so. Das lässt sich auch leider nicht wiederherstellen, aber auf jeden Fall eine coole Lösung. Wenn ihr euch für den Homebutton hier interessiert, dann meldet euch einfach bei mir. Ihr könnt unten über den Shop den Homebutton kaufen bei mir im Shop. Alternativ kann ich euch den Button auch einbauen. Der Button kostet in meinem Shop um die 40-50 Euro, aber wirklich eine coole Sache, einfach nur einsetzen und funktioniert direkt. Alternativ könnt ihr ihn auch bei mir einbauen lassen, dann seid ihr ungefähr bei 65 Euro. Nun möchte ich euch das Ganze nochmal kurz demonstrieren und schließe nun das Display an das Handy an. Hierfür im oberen Bereich, wie ganz normal bei der Remontage vom iPhone 7, zunächst erstmal das Frontkamera-Flexkabel hier anschließen und danach die Flexkabel im unteren Bereich für das Display und den Home-Button. Sobald das angeschlossen ist, den Akku anschließen und dann können wir das Ganze mal starten. Falls ihr ebenfalls sehen wollt, wie man das Display tauscht und den Homebutton, werde ich euch nochmal das Video verlinken, wo ich das Display getauscht habe. Da seht ihr ebenfalls, wie man den Homebutton tauscht. Dafür müsst ihr einfach die vier Schrauben hier lösen und das Schutzblech entfernen, die Flexkabelanbindung öffnen und den neuen Homebutton einsetzen. Das Starten des Gerätes dauert jetzt etwas länger, da er die Touch-ID-Funktion nicht finden kann, startet dann aber trotzdem irgendwann, zeigt dann an, die Fehlermeldung Touch-ID funktioniert nicht und aktiviert den Accessive Touch Home-Button, den wir dann aber gleich wieder deaktivieren können. Nun sehen wir uns gleich, wenn das Gerät gestartet. Wie ihr jetzt seht, funktioniert das Ganze wieder. Ihr könnt den Home-Button ganz normal bedienen, ihr könnt ebenfalls die Doppelklick-Funktion nutzen. Und das Display funktioniert ganz normal. Den Homebutton könnt ihr ebenfalls benutzen. Ich habe den Accessive Touch jetzt schon ausgeschaltet. Der aktiviert sich immer, wenn ihr das Gerät neu startet. Der Button hier. Und den einfach ausschalten. Ja, wie ihr seht, funktioniert das jetzt hier einwandfrei. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Am Ende müssen wir jetzt natürlich noch wieder alles remontieren. Also die Schrauben wieder hineindrehen. Und natürlich auch die Bodenschrauben. Hierfür benötigen wir jetzt unseren Tripod-Schraubendreher. Für die Schrauben der Blechverbindung bzw. des Blechschutzes, dass die Flexkabel hier für das Display und die Homebutton-Verbindung festhält. Hierfür verwende ich mein 30-in-1 Reparaturset bzw. mein 6-in-1 Schraubenzieher hier.
Den könnt ihr ebenfalls erwerben. Unten über die Linkbeschreibung einfach das Werkzeugset kaufen und da habt ihr dann 6 Bits, wo unter anderem auch der 30-in-1 Schraubenzieher mit bei ist. Im nächsten Schritt müssen wir diesen jetzt umspannen, also müssen jetzt ein Torx-Schraubenzieher und ein Kreuzschlitzschraubenzieher anschließen, um dann die Kreuzschlitzschrauben im oberen Bereich einsetzen zu können bzw. festzuschrauben. Die mache ich mir dann hier vorne schon mal rauf, nehme mir dann das Schutzblech und schraube das Ganze wieder fest. Wenn das Ganze festgeschraubt ist, einfach wieder zusammenklappen das Ganze, nach vorne reinschieben, runterdrücken. Dann die beiden Bodenschrauben wieder hineindrehen und dann seid ihr fertig mit der Reparatur von eurem iPhone 7. In dem Fall habe ich jetzt das Display und den Homebutton getauscht. Natürlich ist es bei jedem anders, was kaputt ist. Wenn der Homebutton kaputt ist, könnt ihr wie gesagt diesen besonderen JC Homebutton in der 5. Generation nutzen und damit ohne Probleme die Homebutton-Funktion wiederherstellen. Mit dem Torx-Schraubenzieher habe ich jetzt die beiden Bodenschrauben wieder reingedreht und somit sind wir fertig mit der Reparatur. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert und wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.